Wir switchen aber jetzt sofort ins Spiel rein. Und gucken uns mal an. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das finde ich persönlich sehr spannend, weil ich weiß gar nicht so, wie Nostal in der Ranking-Tabelle steht. Ich weiß, dass Jakob, also RopeRL, der ist Grand Champ und da auch nicht besonders niedrig. Das heißt, von dem erwarte ich hier eine ordentliche Performance. Hier sehen wir schon David, wie er hochgeht zum Aerial. Und wir wissen ja natürlich, unser Captain zusammen mit David, die spielen schon ewig zusammen. Die haben eine ganz gute Synergy. Beide Hydia, Steffia in C1 unterwegs aktuell. Da von denen erhoffe ich mir eine gute Performance dieses Turnier. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie beim ersten Mal abgeschnitten haben. Beim zweiten Mal waren sie, glaube ich, unter den ersten vier. Ich glaube, der Viertplatzierte. Hier haben wir Steff, legt sich den Ball vor, hat hier sehr viel Zeit, aber Jakob ist da und weiß das zu verteidigen. Nostal probiert hier Kontrolle zu bekommen, wird aber sofort gechallenged von David. Na, da sehen wir, der GC, der weiß einfach, was er tut, ne? Der behält die Ruhe auch, wenn er alleine ist in der Defense. Den kann man da nicht so leicht zum Schwitzen bringen. Nostal jetzt mit Ballkontrolle, kommt fast vorbei an Steff. Aber gut verteidigt von unserem Kapitän. Direkt gechallenged. Das erwarte ich mir natürlich auch von dem GC, ne? Dass er dem David und dem Steff hier keinen Platz lässt. Jetzt aber ein bisschen Kommunikationsprobleme vorm eigenen Tor. Steff mit einer Chance. Auch wieder sofort gechallenged. Gut gemacht von Nostal. David übernimmt die Kontrolle. Allerdings ungefährlich, hat vielleicht gar keinen Boost mehr. Okay. Ball wird lange nicht gechallenged, Steffs, aber da das Tor ist leer und da ist er drin. Das erste Tor des Solanos Community Cup Season 3 von Steff. Wie könnte das anders sein? Sehr schön gemacht, selbst vorgelegt. Wo Jakob da war, weiß ich gar nicht so genau. War irgendwie. Hat sich gedacht, ich will heute mal nicht verteidigen, ich bin einfach mal irgendwo unterwegs. Jakob übernimmt die Kontrolle, geht zum Airdribble hoch. Sehr schön. Oh, ein schöner Airdribble Double Touch von Jakob. Steff war dann nicht ganz in der Lage, den abzufangen in der Luft. Ist hochgegangen, bisschen geprejumped, aber schön gemacht von Jakob. An ihm vorbeigelegt und ganz, ganz kaltblütig ins Tor gespielt. Das ist der Kickoff. Jakob gegen Steff. Steff gewinnt den. David mit einer Chance, aber Nostal ist sofort da und erstickt das im Keim. Oh, jetzt ein bisschen Double Commit. Steff spielt ihn nach vorne, aber Nostal ist sofort da. David muss jetzt ruhig bleiben. Kleiner Double Commit von Team Task Force. Jakob hält den Ball in der blauen Hälfte, wird aber sofort gechallenged von David. Machen sie gut. Schöne Demo. Ja, das ist vielleicht die Taktik, ne? Den GC demoen, den GC bumpen, den einfach nicht zum Spielen kommen lassen. Oh, ein Double Commit jetzt, ganz gefährliche Situation. Und da ist er drin. Da hat Jakob noch mit ganz viel Boost probiert, das wieder auszugleichen, den Fehler. Hat aber nicht ganz gereicht, ja. Der Double Commit. Ich weiß nicht, ob die beiden im Call sind. Ob sie miteinander reden. Wenn das so wäre, würde das vermutlich nicht passieren, sowas. Aber ich meine, man muss natürlich auch bedenken, wir haben einige Teams dabei, bei denen die beiden Teammates relativ weit auseinander sind, was den Rank angeht. Und da ist man natürlich auch manchmal nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge, sowas passiert. Ich würde mal spontan sagen, es ist wahrscheinlich, selbst wenn man durchschnittlich schön das leere Tor hier ausgenutzt, den Druck ausgenutzt, den Steff aufgebaut hat mit seiner Rotation in der Offensiven. Da kann David ein freies Tor machen. Jakob war wieder so ein bisschen im Niemandsland unterwegs. Hat wahrscheinlich sich Sorgen gemacht um die Demo. Was ich sagen wollte, ich würde mal davon ausgehen, dass selbst wenn man keinen GC im Team hat und man ist nur zwei Dia-Spieler oder so, kann man wahrscheinlich noch besser zusammenspielen, als wenn ein Bronzespieler mit einem Grand Slam zusammenspielt oder so. Ich glaube, da hat man schwieriger, ernsthaft
zusammen Plays aufzubauen. Wieder ein Double Commit vom roten Team, vom Team Task Force. Ja, David geht zum Ceiling. Shot hat den Flip nicht mehr, weil er gesprungen ist von der Decke. Oh, der wird jetzt gefährlich. Nicht gelesen von Jakob. Der kommt aber nochmal hoch. Vielleicht kann Nostel den challengen. Nein, respektiert hier Steff. Lässt ihn clearen, aber Jakob denkt sich, nein, ich will den in der blauen Hälfte halten. Schöner Clear-Versuch von David, wird aber sofort wieder der Druck aufrechterhalten von Nostel, der hier leider in der Luft es nicht ganz hinkriegt, den Ball zu treffen. Risky Challenge von Jakob. Hätte er die verloren, wäre das Ganze ganz kritisch geworden. David lässt sich hier Zeit und spielt den Ball an seinem Teammate vorbei, sodass Jakob ein freies Tor bekommt. Das ist natürlich was, das wollen die beiden nicht sehen. Ich muss auch gleich noch den In-Game-Chat ausmachen, by the way. Leo, das ist ein Best of One. Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir Best of Ones machen. Ich mag die Lösung mit Best of Threes viel lieber, aber sonst sitzen wir hier wirklich morgen noch. Sorry. Oh, Nostel gewinnt die Challenge gegen Steff, war das, glaube ich. Und mittlerweile steht es 3 zu 3. Das Game ist ausgeglichen. Und ich würde jetzt mal spontan sagen, auch wenn die Offense von Team Palais, also Steff und David, wahrscheinlich ein bisschen besser ist, was die Synergy angeht, machen das Nostel und Jakob hier richtig gut. Beide arbeiten zusammen, um den Druck hochzuhalten. Aber in der Defensive sehe ich davon noch nicht so viel. Hier auch wieder Jakob nicht ganz in Position, natürlich auch kurz nach dem Kickoff schwierig. Man muss erstmal Boost holen gehen. Und da kann Steff den einfach reinmachen. Also die Defense von Team Orange lässt aktuell noch sehr zu wünschen übrig, vor allen Dingen, weil da sehr viele Double Commits passieren. Aber was mir bei den beiden sehr gut gefällt, ist die Offensive. Und ich glaube, bei der muss man wirklich aufpassen. Beide arbeiten zusammen, um den Druck oben zu halten, halten den Ball teilweise sehr lang in der blauen Hälfte. Jetzt hier kam es mal zu einem Clear, aber der Ballbesitz bleibt trotzdem weiter bei Team Orange. Schöner 50. Nochmal ein Schussversuch von Steff und der wird ganz gefährlich, aber Jakob ist da, hat den und das wird's dann gewesen sein mit Game Number One.